Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video werfen wir gemeinsam einen Blick auf die 7. Folge von Star Trek Picard. Bleibt dran! In der 7. Folge von Star Trek Picard sehen wir eine Talin, die in den Geist von Jean-Luc Picard reist. In der 7. Folge von Star Trek Picard sehen wir einen Jean-Luc Picard und seine Erinnerungen, seinen Geist, seine Psyche. In der 7. Folge von Star Trek Picard sehen wir eine weitere Body-Action-Geschichte zwischen Seven und Raffi. Und in der 7. Folge von Star Trek Picard sehen wir sonst nichts. Das war's. Die Handlung, die Geschichte, die Folge insgesamt ist eine der schlechtesten der 2. Staffel von Star Trek Picard. Ich würde sagen, sie ist auf dem Niveau der 3. Folge. Also insgesamt für mich maximal ein befriedigend. Warum? Ich konnte die Handlung dieser Folge, wir konnten die Handlung dieser Folge schon durch die 6. Episode voraussehen, durch die Trailer dieser Episode voraussehen. Wir wissen jetzt das, was wir schon vorher vermutet haben. Das wurde uns in dieser Episode bestätigt und das war's. Es wurde das Tempo rausgenommen. Die komplette Staffel in der 1. und 2. Folge von Star Trek Picard begann temporeich, begann Action geladen. Bekam dann einen kurzen Knick nach unten und nahm dann wieder Fahrt auf. Und jetzt, mit der 7. Folge, haben wir wieder einen Einbruch. Es wurde wieder das Tempo rausgenommen. Ist ja für sich genommen nichts Schlechtes. Aber rein auf die Folge bezogen bleibt somit nicht viel hängen. Dass sich das Trauma von Jean-Luc Picard als Kindheitstrauma herausstellt, das haben wir ja alle vermutet, dass sich als die Böse in diesem Trauma nicht der Vater herausstellt, sondern die Mutter, war mir auch in Episode 5, 6 klar, als wir mehr Details zu René Picard erfahren haben. Als wir die Psyche von René Picard erzählt bekommen haben und auch gesehen bekommen haben, ergab für mich plötzlich diese Flashbacks von Jean-Luc Picard mehr und mehr Sinn. Dieses psychische Defizit innerhalb der weiblichen Linie der Picards, René Picard ist depressiv und zweifelt an sich selbst. Seine Mutter scheint eine psychische Störung zu haben und diese Defizite in einer weiblichen Linie vorzufinden, macht Sinn, beziehungsweise ist uns bekannt, ist aus der Literatur, aus Forschungsergebnissen bekannt. Also war es sehr leicht, das auch herzuleiten. Dass sich dann Talin auch noch in den Körper, in den Geist von Jean-Luc Picard begibt, ist die logische Folge einer Sci-Fi-Serie, dass sich dann gegen Ende der Folge Talin auch noch als Romulanerin outet, uns als Zuschauer präsentiert, war vorhersehbar. Das werdet ihr wissen, wenn ihr meinen Recap zur 4. Folge, zum ersten Auftreten von Talin, von der Wächterin, gesehen habt, schon in dieser Folge, in dieser Ausgabe, habe ich vermutet, dass es sich hier um die Romulaner handelt, dass es sich um eine Vorfahrin von Laris handelt. Was ist weiter passiert? Was ist nicht passiert? Wir haben Agnes nicht gesehen. Fast nicht, nur auf Videoaufzeichnungen, als sich Seven of Nine und Raffi auf ihre Suche begeben haben. Wir haben gesehen, wo Rios komplett ignoriert, dass sie in der Vergangenheit sind, dass sie eigentlich nicht so viel von ihrer Zukunft freigeben sollten. Das macht's
nicht besser. Das hat die Folge echt nicht besser gemacht. Im Gegenteil, das hat der Folge total geschadet. Und ihr Ernsthaftigkeit und Seriosität genommen. Sie haben sich selbst widersprochen. Rios hat seiner Mission widersprochen, nämlich die Vergangenheit nicht so sehr zu beeinflussen. Jetzt präsentiert er medizinische Werkzeuge aus dem 25. Jahrhundert. Er zeigt Hund und Kunst sein Raumschiff. Er erzählt sogar, dass sie Zeitreisende sind. Es bricht total mit dem eigenen Serienkonzept, mit der eigenen Mission, mit den eigenen Hindernissen, die sie eigentlich zu bewältigen haben. Wie kommen die Erzähler von Star Trek Picard jetzt aus dieser Nummer wieder raus? Naja, für mich ganz einfach, indem man uns erklärt, es war schon immer Teil der originalen Vergangenheit. So wie wir es aus Star Trek 8, First Contact, kennen, wo ja auch die Zeitreise der Crew der Enterprise im Endeffekt schon immer Teil der Geschichte war. Das ist für mich der einzig logische Exit aus dieser Storyline. Viele Möglichkeiten oder viel Zeit hat die Staffel jetzt nicht mehr. Viel Möglichkeiten und viel Zeit, die Storyline um Q, um Anim Sung aufzulösen, um die Zeitreise überhaupt aufzulösen und ein Finale zu bieten, bleibt nicht mehr. Auch wenn wir vielleicht sagen, die 10. Folge hat etwas Überlänge, wird vielleicht so an die 50 Minuten rangehen. Jetzt haben wir noch 8, 9 und 10 vor uns. Und eine Anzahl an Handlungssträngen, die für 2 Staffeln gereicht haben. Es gehört noch alles noch aufgelöst. Es gehört noch die Borgkönigin und Ereignis aufgelöst. Es gehört Q aufgelöst. Q und Picard gehört aufgelöst. Warum hat Q das alles den Stein ins Rollen gebracht? Das alles gehört noch aufgelöst. Es gehört noch aufgelöst, wie sie wieder zurück ins 25. Jahrhundert gelangen. Und es gehört noch aufgelöst, wer die Borgkönigin aus dem ersten Teil, aus der ersten Folge ist. Hierzu eine neue Theorie von mir. Es ist weder Agnes noch Sochi, sondern es ist René Picard. Denn wir haben ja auch noch die Europamission. Wir haben die Europamission als den Punkt in der Geschichte, wo quasi die gute Zeitlinie von der Konföderationszeitlinie sich abspaltet und die uns bekannte Zeitlinie vernichtet wird und zur Föderationszeitlinie wird. Das heißt, ich denke, die Europamission wird nochmal Thema werden, somit auch René Picard. Wo zu dem Zeitpunkt, wo diese Mission dann noch Thema wird, wird die Borgkönigin noch in Agnes stecken. Diese Story-Geschichte, diese Storyline wird bis zum Schluss nicht aufgelöst werden. Somit sind sie noch in der Vergangenheit. Und zu diesem Zeitpunkt wird sich Agnes von der Borgkönigin losreißen, sich wieder trennen und die Borgkönigin ist gezwungen, sich einen neuen Wirt zu suchen. Und dies wird René Picard werden. Zumindest könnte ich mir das so vorstellen. Was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Nochmal zum Detail, so wie ich es mir vorstellen könnte. Sie sind beide auf dem Weg, also die Europamission ist gestartet. Die La Sirena und die Crew um Jean-Luc Picard sind auf dem Weg in die Zukunft. Es wird zu einem Konflikt kommen zwischen der Crew und der Borgkönigin, zwischen Agnes und der Borgkönigin. Agnes und die Crew werden gewinnen. Die Borgkönigin ist gezwungen, sich einen neuen Wirt zu suchen. Es wird zu einer Überschneidung kommen mit der Europamission. Und der neue Wirt der Borgkönigin wird René Picard werden. Die Crew ist somit in der Lage, durch das Wissen der Borgkönigin in Agnes den Zeitsprung machen zu können. Oder vielleicht ist es auch Q, der dann alle
Protagonisten wieder in die originale Zeitlinie bringt, zu dem Moment aus Folge 1 auf der USS Stargazer. Und im schlimmsten Fall endet dann die Staffel mit einem Cliffhanger zur dritten Staffel. Die USS Enterprise F tritt auf, rettet die Armada und es ist ein freudiges Wiedersehen, alles ist gut. Alle Handlungsstränge wurden aufgelöst und das Ende der zweiten Staffel, die Borg, die friedlich geworden sind, die Borg, die René Picard als Borg-Königin haben, bitten um die Aufnahme in die Föderation und Cut. Das war's mit der zweiten Staffel. Das alles suggeriert mir Folge 7 bzw. den Stand, den wir bei Folge 7 haben. Zusammengefasst befindet sich jetzt ein Star Trek Picard in seiner zweiten Staffel auf einer Talfahrt. Ich hoffe, dass es ab Folge 8 wieder temporeicher, wieder actionreicher wird. Wir haben eine gewisse Charakterentwicklung jetzt zwar in Folge 7 gehabt, aber die war vorhersehbar. Und alle vorhersehbaren Handlungsstränge sind per se keine guten Handlungsstränge. Auch wenn ich hier jetzt ein sehr hohes Niveau voraussetze oder an den Tag lege, weil bestimmt hat nicht jeder den Handlungsstrang mit Mutter und Vater vorhergesehen. Bestimmt hat nicht jeder vorhergesehen, dass Talin eine Romulanerin ist. Also das sind schon sehr hohe Ansprüche, die ich hier stelle. Aber nichtsdestotrotz wurden mir die bestätigt. Eine bestätigte, vorhersehbare Handlung ist für mich keine gute Handlung. Somit bleibt außer einer gewissen Charakterentwicklung und Fanservice in der siebten Folge nicht mehr viel über. Wie seht ihr die siebte Folge? Wie steht ihr zu der Entwicklung der Staffel bis zur siebten Folge? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mich und den Kanal aktiv unterstützen wollt, gebt dem Video doch ein Like und lasst ein Abonnement für den Kanal da. Das sind nur zwei kleine Mausklicks für euch und eine riesengroße, wirklich sehr große Unterstützung für mich. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.